Juhu an alle und willkommen zu diesem Video. Gestern war ja der 1. April und auch ich habe mir es nicht nehmen lassen, hierzu ein Video hochzuladen und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hatte ja extra in dem Video das Wort Hashtag 1. April reingeschrieben, aber das kann natürlich gegebenenfalls vom Player verdeckt werden. 6 Leuten hat auf jeden Fall das Video gefallen und einer versteht keinen Spaß. Ich glaube, ich habe zumindest ein paar von euch verwirrt und ich habe noch ein paar Posts gemacht. Insgesamt hatte ich auch noch einen Kanalbanner erstellt, den ich erst angepasst hatte. Der ist übrigens das aktuelle. Ich habe nur unten das Wort, diese Satzzeichen, Pogotuber aus tiefstem Herzen, habe ich jetzt ein bisschen angepasst. Ich hatte sogar extra eine schwarze Liste für meinen Kanal erstellt mit ganz vielen April-Wörtern. Aber die gute Lea, die mein Video kommentiert hat, auf jeden Fall vielen Dank dafür, hat erstmal, indem sie das Wort 1. April kleingeschrieben hat, diese Liste komplett umgangen. Nachdem ich jetzt heute Morgen aufgelöst habe, dass das nun April-Scherz war, für Leute, die das nicht klar sein sollte, kam die Frage auf, wann man eigentlich ein Poketuber ist. Ich weiß, ich muss es jetzt eigentlich nicht machen, aber ich möchte hier kurz erklären, warum ich kein Poketuber bin und auch keiner werden möchte. Die meisten Poketuber definieren sich dadurch, dass die Poketuber in denen sie halt entweder Pokémon-Content die ganze Zeit auf ihren Kanal bringen oder halt irgendwie in die Szene, die existiert, eingebunden sind. Bei mir ist das nicht ganz so der Fall. Ich mache zwar ein paar Dinge mit Pokémon und ich mache auch Pokémon-Videos, aber ich bin jetzt weder richtig in die Szene eingebunden noch so anders. In der Poketuber-Szene läuft, so wie ich das sehe, relativ viel falsch. Und ich denke auch nicht, dass es die beste Community ever ist, wie sie sich gerne mal bezeichnen. Ansonsten bin ich jemand, der eigentlich immer das macht, was er für richtig hält. Also was ich für richtig halte. Das heißt, ich bin kein Gruppenmitläufer, jemand, der eine Gruppe anschließt und sich dann nur durch diese identifiziert. Das war schon immer so, auch als ich in der Schule gewesen bin. Es gab ja, wie die meisten Leute, die noch in eurer Schule sind, gibt es ja immer diese Gruppen. Und ich gehörte irgendwie zu keiner Gruppe, aber ich war auch kein Außenseiter. Ich habe mich sogar gegenüber meinen Eltern durchgesetzt. Ihr müsst wissen, ich bin nicht der super krass intelligente Typ. Also meine Geschwister sind alle klüger als ich. Und so dachten meine Eltern, dass ich gerade so die Hauptschule schlaffe. Und inzwischen bin ich mit einem Masterstudiengang fast fertig, einfach nur, weil ich das wollte. Und ich mache halt immer das, was ich für richtig halte. Genau deswegen, genau dasselbe mache ich mit meinem Kanal. Ich mache auf meinem Kanal, was ich möchte und ich werde mich nicht darauf binden, jetzt zum Beispiel nur Pokémon-Content zu bringen. Im Umkehrschluss heißt es aber nicht, dass ich jetzt Poketuber hasse oder nichts mit denen zu tun haben möchte. Im Gegenteil, ich mache ja Pokémon-Stuff auf meinem Kanal. Ich mache ab und zu mal Stuff auf Showdown, Kämpfe, Wi-Fi-Kämpfe gegeneinander, mache Pokémon-LPs mit verschiedenen lustigen Challenges. Ich habe auch Kontakt zu ein paar Poketubern. Aber ich möchte kein Poketuber sein, weil ich gerne das machen möchte, was ich will und nicht an irgendwas gebunden sein möchte. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich habe jetzt niemanden damit irgendwie angegriffen mit meiner Aussage. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr dazu denkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wo das Thema vielleicht nicht ganz so ernst ist. Bis dahin, ciao!